und herzlich willkommen zu einem neuen Remake-Wunsch. Und heute habe ich euch mitgebracht Wario World. Denkt man an das japanische Entwicklungsstudio Treasure, dann kommen einem wohl am ehesten Action-Titel in den Sinn. Kein Wunder, denn das Team hat sich seit seiner Gründung im Jahre 92 vor allem durch meist bockschwere Shoot'em-Ups wie Ikaruga und Actionspiele wie Gunstar Heroes einen Namen gemacht. So war denn auch davon auszugehen, dass uns auf den GameCube nach dem N64-Effekt-Feuerwerk Sin and Punishment ein ähnlich gelagertes Abenteuer erwarten würde. Allerdings, warum auch immer, ging Nintendo und Treasure einen anderen Weg und der Mario-Konzern legte mit Wario World den ersten 3D-Ableger der auf dem Gameboy geborenen Reihe um den knoblauchliebenden Mario-Antagonisten in die Hände des Studios. 2002 und noch für dasselbe Jahr angekündigt, wanderte Warios 128-Bit-Ausflug schließlich nach mehreren Verschiebungen im Sommer 2003 auf die Nintendo-Konsole. Um was geht's denn eigentlich in dem Spiel? Das sage ich euch jetzt mal in 2-3 Sätzen. Wario sitzt fröhlich zwischen all seinen ergaunerten Reichtümern in einem Schloss, als ein ganz besonderer, verfluchter Juwel aus seinem Besitz zum Leben erwacht. Die Schätze werden in alle Winde verteilt. Die Gemäuer werden zum Einsturz gebracht und Wario somit zum Obdachlosen gemacht. Aber das kann der Stinkstiefel aus Überzeugung natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und er macht sich auf, sein Hab und Gut wieder einzusammeln und den bösen Juwel Einhalt zu begehen. So erwarten wir uns auf unserem Weg und beim Erforschen Geschicklichkeitspassagen, die wir mit Warios relativ übersichtlichen Movesets absolvieren. Er kann eine ganz normale Hüpfer ausführen wie der alte gute Mario, wuchtig mit einer Stampfattacke auf den Boden donnern, wie auch unser cooler alter Mario, sowie einen Brempler ausführen. Das kann unser Mario natürlich nicht. Und diesen wollweise mit einem Sprung für einen Weitsprung zu kombinieren. Wie unser guter alter Mario. Außerdem kann er in bester Körpermanier mit seinem Mund Luft einsaugen und damit herumliegende Münzen, mit denen wir uns nach einem Game Over einen weiteren Versuch kaufen. Na gut, liebe Freunde, das soll's gewesen sein mit unserem kleinen Remake-Wunsch heute. Spielt's mal, probiert's mal aus. Macht euch Spaß. Ist nämlich eine kleine schöne Perle am 20. Juli 2003. Na gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten und bis spät, liebe Freunde. Ciao, tschüss.